Die Bundesregierung macht dich zum bloßen Werkzeug von KI und großen Konzernen. Dieser Verdacht drängt sich zumindest zunehmend auf. Die große politische KI-Offensive, die wurde längst angekündigt. Nun will man in den Ministerien und in der Verwaltung noch mal eins drauflegen. Aber wie sieht es eigentlich mit Datenschutz und Datensicherheit aus? Das habe ich die Bundesregierung gefragt. Erhalten habe ich Folgendes. Herr Abgeordneter Peterka, ich beantworte Ihre Frage für das BMDV wie folgt. Datenschutz und Datensicherheit sind wichtige Bestandteile der Richtlinien für mehr künstliche Intelligenz in der Verwaltung des BMDV. Sie sind Voraussetzung für einen verantwortungsbewussten Einsatz von KI-Systemen. Eben eine Nicht-Antwort, eine Leerformel, komplett ohne Aussage. Dabei ist die Missbrauchsanfälligkeit von KI hinlänglich bekannt. So liefern viele Anwendungen nur politisch eingefärbte, also voreingenommene Antworten. Konsequent zu Ende gedacht, wäre das wirklich fatal. Verwaltungsvorgänge und staatliches Handeln haben nun mal die Realität abzubilden. Sie haben sich am Bürger zu orientieren, nicht an ideologischen Vorstellungen der KI-Entwickler oder sonst wem. Diese Floskeln Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein sind ja immer ganz nett. Aber mal die konkrete Nachfrage, was denn dafür getan wird, dass man zum Beispiel vermeidet, dass KI-Programme quasi politisch gewollte Antworten ausspucken. Weil ich gehe mal davon aus, Sie wollen vor allem korrekte und aufschlussreiche Antworten. Man kennt ja diese Beispiele, dass zum Beispiel Bild-KIs sich weigern, bei irgendwelchen historischen Szenarien weiße Menschen abzubilden. Das ist natürlich sehr plakativ, aber diese Voreingenommenheit von Algorithmen, die trifft man ja überall. Beziehungsweise, wenn man dafür keinen Sinn hat, sieht man die vielleicht gar nicht. Haben Sie das im Blick? Das alles will man nun plötzlich auf dem Schirm haben. Herr Abgeordneter, das haben wir im Blick. Wir sehen allerdings auch die Chancen, haben deswegen eine Verwaltungsdigitalisierung in unserem Ressort mit allen Behördenleitern durchgeführt, weil wir große Chancen sehen. Aber wir haben das im Blick und deswegen betonen wir zum einen die rechtlichen Vorgaben, dass die auch in unseren Behörden eingehalten werden, also Datensicherheit und Datenverfügbarkeit. Seltsam. Noch vor einem Jahr hieß es nämlich seitens der Bundesregierung, uns liegen keinerlei Informationen zu etwaigen politischen Einfärbungen der Antworten von KI-Modellen vor. Es passt mal wieder ins Bild, dass man sich einfach nur in Schweigen hüllt. Nutzt der politische Inlandsgeheimdienst etwa inzwischen KI, um seine Bürger besser zu durchleuchten? Sowas will man dann auch lieber nicht beantworten. Der Bürger darf nicht zum Knecht von KI werden. Die Gefahren und Risiken müssen realistisch eingeschätzt werden. Erst recht muss dann transparent gemacht werden, wie KI Entscheidungen beeinflusst. Bei Skandalen der großen Tech-Konzerne, da darf es kein Rumgeeiere geben. Genau hierfür werde ich mich auch weiter im Bundestag einsetzen. Zum Schutz unserer Bürger und unseres Landes. Mein Name ist Tobias Matthias Peterka. Abonniert doch diesen Kanal, wenn ihr weitere Informationen haben wollt.